Hey meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Es gibt wieder ein Genussvideo und zwar ein richtiges Genussvideo. Ich zeige heute, wie man veganen Thunfisch macht. Das Rezept dazu habe ich von der Sonja, die hat es nämlich wiederum aus dem YouTube-Kanal einer ganz bekannten YouTuberin halt, oh lala so lala. Und das war so lala lecker, dass ich das auch direkt probiert habe und ja, jetzt ist es hier auf meinem Salat. Das kennt ihr bestimmt noch aus der Pizzabude früher, dieser einfache Thunfischsalat. Das ist Endiviensalat mit Tomate, Gurke, Zwiebeln, Oliven, veganem Käse, Schwefelsalz, Avocado, damit das schmeckt wie Eier, plus Tomate und babadadadam, darunter alles Thunfisch, also veganen Thunfisch. So sieht das aus, die Konsistenz, also fast wie echter Thunfisch. Und ich werde jetzt mal probieren, wie es schmeckt. Natürlich könnt ihr diesen Thunfisch auch für Pizza verwenden. Also auch das geht, zeige ich euch mal kurz ein Bild, damit ihr das mal seht. Also das war Bombe. Das hatten Sonja und ich uns Silvester gegönnt. Aber jetzt erstmal zu dem Salat. Ne? Eins nach dem anderen hier. Na, ich will ein bisschen noch was an Salat dabei haben, aber eigentlich reicht der Thunfisch allein auch. Mmh, ist so lecker. Mmh, ist so geil. Mmh. Boah, das ist so lecker. Ich hätte nie gedacht, dass man irgendwas hinkriegt wie Thunfisch. Selber auch noch. Ohne irgendwelche komplizierten Zutaten, aber es geht. Also bleibt dran, macht es nach und ihr werdet sehr, sehr glücklich. Mmh. Meine Lieben, dann wollen wir mal loslegen mit dem super leckeren veganen Thunfisch. Ich habe hier das Rezept vorliegen. Wie ihr wisst oder wie ihr vielleicht schon aus meinen vorigen Videos gesehen habt, für mich sind Mengenangaben Vorstellungen, die nicht unbedingt eingehalten werden müssen. So eine Art Wunschvorgabe. Ich mache das immer nach Gefühl und ich denke, es wird trotzdem gelingen. Dann wollen wir mal schauen. 120 Gramm Artischocke. In dieser Dose sind drin 240 Gramm, also die Hälfte, ohne Wasser. Obwohl, die tue ich lieber ganz zum Schluss rein, damit das nämlich, ihr werdet sehen den Trick. Ich mache nämlich erst den Rest ganz fein und ganz zum Schluss mische ich dann die Artischocken unter, damit das noch so ein bisschen so eine Thunfischkonsistenz hat, weil das gibt nämlich diese Konsistenz. Insofern machen wir erst das andere, nämlich die vegane Mayonnaise. Davon sollen 2 Esslöffel rein. Ich mache ja die Mayonnaise immer selber. Ein Rezept dazu findet ihr schon auf meinem Kanal. Und die mache ich, indem ich Apfel, also ein Stückchen Apfel, soll ja nur 2 Esslöffel sein, mit ein bisschen Cashewkerne, hier so eine kleine Handvoll, und eine Spritzer, zack, Senf zusammen mit etwas Flüssigkeit vermixe. Also das wird später die Mayonnaise. Die mischen wir aber schon zusammen mit dem Rest. Und zwar 2 Teelöffel Hefeflocken. Die habe ich hier drin, versteckt. Die sehen jetzt nicht so toll aus, aber es sind Hefeflocken aus dem Bioladen. Und 2 Teelöffel sind ungefähr, das sind ungefähr 2 Teelöffel. Oder? Was meint ihr? Ja, tu mal rein damit. Hinzu kommen 2 Teelöffel Sojasauce. Auch das kriegen wir schnell hin. Ich zeige euch das mal, wie das jetzt aussieht. 2 Teelöffel auch da. 1, 2. Das Gefühl weiß, wie es geht. Ein Nori-Blatt. Das kennt ihr vom Sushi-Machen. Ich kaufe da immer direkt so ein Riesenpaket im Asialaden. Dann ist das nämlich viel günstiger. Ich mache das ein bisschen klein. Den Rest macht die Maschine. So, 220 Gramm Kichererbsen. Hier drin sind 480 Gramm, also quasi die Hälfte hiervon mit etwas Flüssigkeit. Ich mache jetzt einfach das Händchen, zack, 1, und gucke einfach, bis ich zur Hälfte ungefähr angelangt bin. Na, da ist noch, ich glaube, jetzt könnte ich die Hälfte erreicht haben. Ja, das ist die Hälfte, also mehr nicht. Ein Schuss, vielleicht so, einen ganz kleinen Schuss, damit sich das auch gut mixen lässt.
und zwei, hier, drei Kapern auch noch dabei. Die sollen nochmal den Geschmack geben. Jetzt habe ich alle Zutaten bis auf die Artischocke hier drin. Werde das Ganze richtig schön mixen in meinem Supermixer. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, so ist der Zwischenstand. Ihr seht, oh, das riecht schon wie Thunfisch. Sehr geil. Das ist eine ganz tolle Konsistenz, die noch nicht fertig ist. Denn ihr braucht den Stab dabei, um das Ganze immer wieder reinzudrücken in den Mixer. Also, ich mache weiter. Ja, das ist auf jeden Fall. Das ist die Konsistenz, die ich haben will. Sieht richtig lecker aus. Und da packen wir jetzt noch die halbe Dose an Artischocken rein. Also, zack, zack. Und etwas Flüssigkeit. Aber nicht zu flüssig, sonst habt ihr nur Matsche. Das ist dann nicht so lecker. Schmeckt zwar super, aber sieht einfach nicht so lecker aus. So meinte ich das. Lecker ist es immer. Hier auf meinem Kanal stelle ich wirklich immer nur Rezepte vor, die ich echt ausführlich getestet habe. Ist mir ganz wichtig. Es gibt so viele YouTube-Kanäle mit veganen Sachen und manche schmecken mir einfach nicht. Das heißt nicht, dass die euch nicht schmecken würden, aber ich sag mal so, wenn etwas mir schmeckt und ich davon echt überzeugt bin, weil es A, einfach ist, B, preiswert und C, gesund, dann mache ich das. Sonst mache ich es nicht. Also ihr könnt darauf vertrauen, alle Gerichte sind getestet und haben von mir ein leckeres Mmm bekommen. Schon reichen. So, das reicht schon. Musste nur einmal noch untergerührt werden und wir sind fertig. Ab sofort brauchen wir die Patschefinger. Aber jetzt, vielleicht kommt immer ein bisschen was näher. Jetzt wird alles hier in diesen Topf reingedrückt und nochmal mit den Händen die groben Stücke, die sich da noch gebildet haben, irgendwie hier, nochmal so ein bisschen einfach nochmal so klein gematscht. Na, mit Gefühl. So, weil natürlich der Thermomix ist gut, aber der ist jetzt auch nicht, der kann jetzt auch nicht alles, was die Hand kann. Manchmal sind die Hände einfach das Beste. So. Oh, das duftet so gut, das glaubt ihr gar nicht. Genau wie Thunfisch. Oh, das sieht so lecker aus. Ja, es wird jetzt einfach nur einmal durchgeknetet, dass es schön aussieht. Und das war's. Das könnt ihr jetzt auf Salat, auf Pizza, ja, aufs Brötchen, wie auch immer, schmieren. Ihr müsst es abschmecken. Wenn es nicht salzig genug ist, tut ihr noch ein bisschen Salz dazu. Ich mag das gerne, wenn das von der Sojasauce gut gesalzen ist. Aber hey, jeder hat seinen Geschmack. Wer es salziger mag, einfach noch was beipacken. Und ansonsten wünsche ich jetzt mal Buon Appetito. Ich probiere mal. Hm. Oh. Oh. Das war geil. Ah. Mm. Das reicht. Oh, yeah. If you listen to your inner voice, dann zurück auf Stopp, ihr Schwein.